Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Kirby Star Allies, dem Ally-Modus. Letztes Mal haben wir das zweite und dritte Level abgeschlossen. Wir fangen gleich an. Das Ziel ist es, heute diesen Modus abzuschließen. Und ich kann schon mal sagen, es lohnt sich dran zu bleiben. Denn das Finale ist nicht dasselbe wie im Main Game. Also machen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das ab diesem Punkt aufgebaut ist. Ob Stage 4 jetzt mega lang ist, genau wie Level 4. Ob vielleicht das aufgeteilt ist und Level 5 doch nicht nur Bosskampf ist, wie ich erst dachte. Alles irgendwo möglich. Ich weiß an sich, dass die meisten dieser Truhen Bullshit sind, aber vielleicht ist diesmal ja irgendwo ein Statusherz drin. Und das will ich halt nicht verpassen wollen. Deswegen muss ich die nochmal alle aufmachen. Aber nein. Nein, hier ist nichts Wichtiges. Nur eben der Schlüssel. Und ich sag mal, wenn man den nicht findet, sollte man es sowieso sein lassen. So, weiter. Weiter. Reinhören. Hui, hui, hui. Ich bereue es definitiv nicht, Elektro genommen zu haben. Lasst euch nicht treffen. Digga, der... Was ist denn das für ein Move von Magolo? Ich wusste schon, dass der viel Range hat. Aber der hat gerade literally das gesamte Kampffeld getroffen. Jeden Millimeter. Was ist denn... Oh, okay, liegt hier random das erste Energieherz rum. Wir bekommen mal nicht Geschwindigkeit zum Anfang. Auch mal was Neues. Haha, Bombenprank. Haha, Bombenprank, Bombenprank. Ich bin heute ganz lustig mit innovativen Jokes. Ich schätze mal, dass es hier mindestens ein Energieherz gibt, vielleicht auch mehrere. Wird natürlich durch Elektro auch wieder ein gutes Stück vereinfacht. Und es ist tatsächlich nur eins. Und Baxi, den wir allerdings schon dabei haben. Wir bekommen Speed als letztes dieses Mal. Interessante Wendung im Vergleich zu den ersten drei Leveln. Und wir kommen bereits zum ersten Boss. Das ist natürlich schön, dass wir gerade noch Angriff bekommen haben. Damit geht's ein bisschen schneller. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele der Bosse sie uns jetzt vorsetzen werden, von denen, die es in dem Game gibt. Irgendwie kann man die Elektrizität nicht gescheit chargen, wenn man an dem Typen so dran steht. Hier, sobald ich ihn hitte, wird mein Strom weniger und er ist tot. So, wir müssen anscheinend beide Bäume besiegen. Eigentlich klar. Und allgemein, wenn wir jeden Boss machen müssen, wäre schon krass. Und das ist durchaus möglich. Wobei dann wahrscheinlich wirklich Teil von Welt 4 noch in Stage 5 wäre. So, lieber abfeuern, noch ein HP-Damage machen, denn jetzt kann ich sowieso nichts mehr machen. So, und damit ist der Kampf so gut wie gewonnen. Denn viel Leben hat er nicht. Machen wir weiter.
Damit haben wir die Herbstgegend abgeschlossen. Nach rund 4 Minuten. Ja, es kann doch gut sein. Ich glaube, es gab 6 Areale mit je 2 oder 3... Ja, 2 Leveln, dann noch Bonus-Level, dass immer ein Teil davon hatte. Ich hoffe jetzt mal, dass in der Kiste kein Statusherz war. Weil ich schon wieder vergessen habe, dass Steck hier unter Wasser der größte Haufen Scheiße ist. Ich verstehe aber wirklich nicht, warum man nicht nach oben und unten angreifen kann. Ah, mit der Stage hatte ich ja viel Spaß, das weiß ich noch. Aber ich bleib wirklich dabei, in diesem Modus gibt es zu viele Kampfpassagen wie diese hier. Es ist wirklich ein bisschen arg. So, Bonkers. Wait, ich bin auf Low HP? Warum das? So, dich nehmen wir statt Baxi mit. Magolor und Meta Knight will ich eigentlich behalten. So, du kriegst die Elektro-Ability, dann können wir uns dieses Secret holen. Und ich rechne stark mit einem Statusherz. Ich glaube aber irgendwie in der Kiste haben wir schon eins verpasst. Oh, Steckbrücke. Brücke. Heilung bräuchte ich aber auch langsam mal. Wie war das hier? War das einfach... geht das zeitlich? Ja, locker. Dann warten wir, bis beide aufgestiegen sind. Machen kurz hier Pause, bis wir ein gutes Intervall erwischen. Ja. Und dann das. Damit... bei solchen Rätseln ist halt die Sache... Wenn die 1:1 aus dem Main Game kopiert werden, macht die das nicht gerade schwerer, sage ich mal. Nur ich, nicht mal Heilung. Oh. Also jetzt wird's gerade ein bisschen close. Gerade ein Energieherz wäre jetzt natürlich ideal. Wow, natürlich trifft das nix. Also Energieherz bitte mal. Ich hab's nötig tatsächlich. Ich muss hier jetzt vorsichtig sein, vor allem in der Unterwasserpassage. Weil Unterwasserpassagen toll sind. Mit Stecki vor allem. Ich frag mich gerade auch, ob andere Allies auch so kacke in Wasserpassagen sind oder ob ich da jetzt wirklich so einen schlechtesten gewählt habe. Weil eigentlich müsste man doch zumindest nach oben und unten hitten können, oder nicht? Und es ist auch, ich sehe kein bisschen Logik da drin, dass das nicht möglich ist. Hier lieber ganz vorsichtig. Angriffsherz, ja. Einerseits schön, andererseits Magolor ist tot und liegt so, dass wir ihn nicht retten können. Ja, das ist super. Es war unser stärkster Kämpfer. Und wir hatten auch nur ein einziges Traumzepter im Verlauf dieses Playthroughs. Wir hatten nur ein einziges. Die anderen Traumfreunde waren beides Bosse. Das wäre schön. Ich würde mir Magolor wahrscheinlich einfach zurückholen. Energieherz, maybe, please. Danke. Bisschen früher wäre schön gewesen, aber
Das dauert gerade wirklich lang. Das ist auf jeden Fall bisher der längste Abschnitt vor einem Checkpoint. Ich glaube irgendwie, dass nicht das nach dem Wasserabschnitt der Checkpoint kommt, muss ich sagen. Da glaube ich gerade nicht so ganz dran. Oh. Unnötiger Hit. Ach, das war nicht Gegner. Das sah aus wie so ein grünes Scheißherz. Ja, gerade eben hätte ich wirklich nichts dagegen, wenn ich in näherer Zeit noch ein paar neue Statusherzen finden könnte. Und wir gehen unter Wasser, wo ich eben eigentlich nie sein will. Deswegen gehen wir auch gleich wieder über Wasser, lol. Und gleich wieder drunter. Yes. So, ich gehe stark davon aus, dass wir hier... Och, stimmt, die Passage wird ja jetzt ganz, ganz lustig. Okay, es geht, wenn man sich die Zeit lässt. Und da ist das zweite Speedherz. Und ich bleib dabei. Ich mag den Koch nicht wirklich. Andererseits, ich habe gerade keinen dritten dabei und der kann heilen. Der kann aber halt nicht viel anderes als heilen. Deshalb nicht mein Favorit. Gefühlt ist es meiner Meinung nach nur ein schwächerer Maler. Und ich glaube, das können wir beim Bosskampf jetzt auch gut gebrauchen. Hier ein bisschen Damage machen und heilen. Deswegen Koch. Ja, und ich kann Metan halt noch ein Elektroschwert geben. So. Genau das wollte ich. Es sind gerade beide Gegner auf dem Screen. Die Banane da will ich eigentlich auch noch. Vor allem braucht Bonkers hier. Ich glaube aber, es ist inzwischen zu spät, dass man dem noch was abgeben kann. Wo kommt er als nächstes? Und damit ist der Bosskampf durch und ich, ja, die Zeit oben ist auch angehalten, das ist der Checkpoint. Hat eine ganze Weile gedauert, aber wir machen weiter. Wir ziehen jetzt durch, wir wollen in dieser Folge den Modus abschließen. Und ich glaube wirklich, die werden uns durch alle Bosskämpfe durchschicken. Hoffentlich ersparen sie uns zumindest die Zauber-Matches, aber ich glaube nicht dran. Demnach kämen noch... stimmt. Neues Angriffsherz. Ich bezweifle aber ehrlich gesagt, dass sie Taverne ersparen. Oh, und wahrscheinlich muss man dieses ewig lange Rätsel auch für ein Statusherz nochmal machen. Ich meine, die Bosse sind noch einfacher jetzt, aber ich meine, die Bosse sind einfacher jetzt. Wenn ich sie wirklich brauche, bleibt ja das jetzt hier vor der Eingangstür liegen. Wir können ja mal hinten hingucken, ob hier der ganze Bullshit da ist. Natürlich ist es das. Natürlich ist es das. Warum denn nicht? Kommt. Keine Gnade, macht ihn so schnell es geht weg. Und den brauchen wir so oder so nicht. Ich liebe es. Es
Ja, trotzdem. Warum kann das überhaupt passieren? Das ist so dumm. So, Heilung für alle. Ich finde das so dumm, dass Gegner einfach, oder meine Freunde da einfach reinspringen können und dadurch zu anderen Gegnern werden. Das ist so Müll. Wir machen jetzt erstmal alle Bosse und dann dieses Kackrätsel nochmal. Ich gehe halt stark davon aus, dass das nötig sein wird. Wobei ich auch gerade das Gefühl habe, irgendwie das Rätsel von denen ist auch nicht so gut durchdacht. Zum Beispiel mit dem Maler kann man mehrere Sachen lösen. Deswegen nehmen wir auch direkt einen mit. Weil der Maler müsste auch das Feuer löschen können und nicht nur die Zeichnungen machen. Prüfen wir am besten gleich mal. Aber irgendwie sieht es immer düsterer dafür aus, dass wirklich diese Folge noch abzuschließen. Und ja, der kann das. An Bonkers. Wir haben ja bei den Bossen schon das meiste geklärt. Weil das halt wirklich absolut keine Challenge ist, ne? Falsche Richtung unnötig. So. Dann weiter, weiter, weiter. Ziehen. Wir wollen hier so schnell wie möglich den Kack hinter uns bringen. So. Hier beim Rätsel weitermachen. Ach, dafür brauchen wir noch Bugsy. Der ja als letzter Boss hier chillt. Dann haben wir die Zwischenbosse schon mal erledigt. Falsche Richtung. Bonkers gleich wieder weg. Und damit sind die Bosse alle durch. Ich hoffe mal, dass das Rätsel sich jetzt auch ein bisschen lohnt. Aber die Stage wird sehr lang sein. Ich meine, wir sind gerade beim Checkpoint. Vielleicht ist nach diesem Abschnitt das Level rum, aber ich würde nicht davon ausgehen. Und dann wird im Level danach auch noch Zeug dieser Welt kommen. Ja, zwei Puzzleteile und ein Speedherz. Hm. Naja, kann man mitnehmen. Speedherz hilft jetzt halt vor allem, wenn wir uns beeilen wollen. So, dann haben wir Taverne abgeschlossen. Komm, denke ich. Den Boss ersparen sie uns anscheinend. Was zumindest für mich gerade eine ziemliche Überraschung ist. Ich bin mir sehr sicher, dass sie uns Krakow nicht ersparen werden und wahrscheinlich auch die Magierin-Rematches nicht. Hm, genau das will ich jetzt, meine Lieblingspassagen in dem Game. Wow, hat das lang gedauert. Es gibt einfach zu viele davon, ne? Das war mir klar. Gefühlt besteht der ganze Modus nur aus diesen Passagen. Was halt auch wirklich nicht gut ist. Wenn dann nur welche von den ganz speziellen. So, wir haben fast alle Herzen inzwischen in dieser Stage. Eins pro Stück fehlt. Komm, Tempo. Wer braucht die Plattform?
hier ist nix. Egal, ich wollte die Plattform eh nicht nehmen. Okay, das hält hier. Kriegen wir hier eins der letzten drei Dinger? Well, das habe ich natürlich perfekt getimed. So. Das könnte zu sch... Oh Gott, Gott, los. Und wir bekommen dafür einen neuen Bonkers. Und das Geschwindigkeitsherz, das letzte. Also, wir nähern uns dem Ende dieser Stage. Vielleicht hört man durch mein Mikrofon, weil das ja recht nah bei mir dran ist, mein tolles Gameplay. Ja, ich sehe den Ausschlag, man hört's. Ich spam gerade den Button so ein und ich schüttle gefühlt ja auch das gesamte Playthrough durch den Controller von dem Modus. Geht, sage ich mal, der Kampf. Große Probleme wird es hier wohl nicht geben. Vor allem, wenn ich den Kill jetzt bekomme. Ja, und sie ersparen uns die Rematches nicht. Da anscheinend der einzige Kampf, den wir nicht machen müssen, ist eben dieser komische da. Mit dem Freundesstern. Und die Passage wusste ich doch, werden sie mir nicht ersparen. So, gönnen wir uns den Rand. Irgendwie glaube ich das Gefühl, die Passage ist am einfachsten, wenn man es so macht. Dass man hier die ganze Zeit schon fliegt. Ach, das war's. Es wird sehr sicher noch so eine Passage kommen, bei der man dann auch irgendwie... ja! Bei der man dann auch irgendwie einen Statusherz erhält. Gott, dauert das lange hier. So. Ein paar reguläre Herzen mitnehmen. Hier. So. Ja, wir schaffen das heute nicht. Wir sind immer noch in dem vierten Level und sind bei 23 Minuten im Video. Also wir werden heute nach diesem Level beenden. So, macht Platz. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man der Plattform so weit voraus ist, dann wird das da nicht im Ansatz knapp. Oh, yay. Ist das nicht sogar eine neue Kampfpassage? Oder? Keine Ahnung. Kommt mir gerade irgendwie nicht bekannt vor. Gut. Jetzt spawnt halt noch eins große. Dann jetzt ein Groß. Jetzt das große. Noch ein großes Volk. Diese. Die denken sich ja nicht mal irgendwelche interessanten Spawnmuster aus. Das war's dann auch hier. Ich warte jetzt hier, hol. Hä?
Nein, guck mal, die da oben, die bleiben sogar hängen. Die können nicht weiter. Die kommen einfach nur näher, damit das Kampffeld ein bisschen kleiner ist. Aber ein Zeitlimit habe ich nicht. Und da ist das große Statusherz. Vielleicht haben wir eins verpasst. Vielleicht kommt wieder noch jetzt direkt vorm Boss das letzte Angriffsherz. Wäre natürlich schön, weil gerade Angriff will man ungern verpassen. Hier ist aber definitiv noch das Potenzial, sage ich mal. Ja, wir haben einen Speed Boost. Will ich mal so anmerken. Die Passage ist einfacher als beim ersten Mal. Und da war sie schon einfach. Vor allem finde ich schön, dieser Popstar keine Belohnung ist in dem Modus. So, jetzt haben wir alle Werte auf dem Maximum. Kommen zu Krakow. Und Krakow wird dann wahrscheinlich dann den Abschluss dieses Levels darstellen. Neutral! Mein Gameplay ist gerade on point. Danke, das habe ich noch gebraucht für den Kampf. Mann, wie toll. So, ich bin recht optimistisch, dass wir das ganz gut schaffen. War zwar, glaube ich, der Boss, bei dem ich am meisten gestruggelt habe im normalen Playthrough, aber zusammen mit Heines wahrscheinlich. Sicher, guck mal drauf, wie viel Schaden wir gemacht haben. Ich glaube eher, dass ich denen damit Schaden mache. So, damit sind wir mit diesem Level fertig. Hat eine ganze Weile gedauert. War teilweise ein bisschen knapper. Aber wir sind durch. Und beim nächsten Mal machen wir uns auf zum letzten Level. Der Rest der vierten Ingame-Welt inklusive dem geheimen Bosskampf dieses Modus. Seid dabei, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Like und oder Abo dalassen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Bis dann und ciao.